Hallo beim Artundo-Kanal. Heute ein kurzer Einblick in die neue Coca-Cola Zero Himbeere. Ganz lange Zeit hat der Coca-Cola-Konzern mit ihrem Key-Produkt Coca-Cola nicht experimentiert. Dann kamen so die ersten Sorten wie Coca-Cola Cherry mal auf den Markt, aber es wurde eigentlich nicht extrem an Sortenvielfalt experimentiert wie bei der Fanta, wo es wohl auch vom Coca-Cola-Konzern gewünscht war. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Es gab Coca-Cola Vanilla, Zero, Cherry. Es gab in Amerika und in England verschiedene Light und Zero mit Mango und, und. Dann wollen wir die neue Coca-Cola Zero Himbeere aus Dänemark einfach mal probieren. Und wie zu erwarten war, ist die Farbe eigentlich genauso wie bei der normalen Cola auch. Man sieht also keine extreme Rotfärbung oder Roteinstiche. Und auch die Konsistenz ist identisch mit der Coca-Cola Zero im Allgemeinen. Dann wollen wir mal probieren. Und zum Geschmack lässt sich sagen, guter Cola-Geschmack, nicht zu süß und eine total leckere Himbeernote.